was soll man da noch groß sagen? Diesen Kulleraugen kann vermutlich niemand widerstehen. Selbst Familienhund Robert scheint beeindruckt. Denn Familie Herbst aus Schäden bei Göttingen darf sich über Alpakas im heimischen Obstgarten freuen. Und als wäre das nicht schon genug Grund zur Freude, seit 5 Wochen ist sogar noch Nachwuchs da. Guten Appetit wünsche ich dir. Lass es dir gut schmecken. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man sich mit Tieren unterhalten sollte, aber ich mache das immer. Es beruhigt zumindest. Das, ja, nee. Nicht nur das Baby, sondern auch uns. Es ist einfach nur ein Traum. Wenn man die anguckt, hier diese langen Wimpern und diese großen Ohren, oder wenn man es anfasst, sollte man eigentlich auch nicht machen. Die 4 Alpakas und das Fohlen, die übrigens alle keinen Namen haben, stammen von einem befreundeten Landwirt. Seit 2 Jahren kommt die Herde im Sommer hier bei Familie Herbst unter. Früher standen auf der Streuobstwiese mal Schafe, jetzt sind es halt Alpakas, denen sie von der Hollywood-Schaukel aus beim Grasen zuschauen können. Die machen nicht viel Arbeit. Man muss halt jeden Tag hin, frisches Wasser, den Eimer sauber machen. Dann macht man Alpaka-Kacke. Also wir machen es jeden Tag weg. Ob man das muss, weiß ich nicht. Wir machen das aber. Da gibt es so ein Agreement hier mit dem Landwirt in der Nachbarschaft. Ja. Der Pferde hält, der einen Pferdehof hat, dann können wir halt den Eimer mal dahin schütten, weil sonst wüssten wir auch nicht, wohin damit. Ja. Das kann man schlecht in den Restmüll geben. Das gibt Ärger. Deswegen haben wir die Möglichkeit, das da zu entsorgen. Ja. Und ansonsten, wenn man nicht gerade 4-mal am Tag die Flasche geben muss, hat man wenig Arbeit mit diesen Tieren. Und die Truppe übernimmt umgekehrt sogar auch die eine oder andere Aufgabe im Haushalt. Hier auf der Streuobstwiese muss nach dem Sommer nämlich keiner mehr mähen. Dafür wäre aber auch fast der Familienurlaub ins Wasser gefallen. Ja, ist schwierig. Geplant haben wir für Ende August. Wir hoffen, dass wir das dann hinbekommen, dass halt diese 4 Mahlzeiten am Tag nicht mehr so interessant sind, sondern dass das Fohlen sich praktisch über die Selbstaufnahme ernährt, also selber Gras und Heu frisst. Oder vielleicht noch zusätzlich 1-mal am Tag, und das würden wir dann mit einer Nachbarin oder so organisieren, dass da regelmäßig noch jemand nachguckt. Wir wären dann auch höchstens 6 Tage weg, weil länger würden wir nicht fahren. Keine Sorge, da muss nicht so pflichtschuldig reingeblickt werden. Im Winter ist ja noch genug Zeit für Urlaub. Dann müssen die mittlerweile 5 Alpakas nämlich wieder zu ihrem Landwirt und dem Rest ihrer Herde. Wir behalten es einfach. Wir behalten es einfach und erzählen ihm, es sei verstorben. Genau. Oder weggelaufen. Oder weggelaufen, genau. Jemand hat das Tor offen gelassen. Genau. Ja. Wir sind realistisch, oder? Genau. Wir sind Dorfkinder, wir sehen das realistisch. Wir sind halt Nutztiere, auch wenn natürlich, wenn man so etwas mit der Flasche aufzieht, hat man eine ganz andere Beziehung dazu. Letztes Jahr hatten wir ja auch diese Alpakas, auch ein Fohlen dabei, was bei uns geboren wurde. Das wurde aber von der Mutter komplett ernährt, da war einfach diese enge Beziehung nicht da. Hund Robert ist dann wieder ganz allein der Platzhirsch hier. Bis zum nächsten Sommer, wenn Familie Herbst ihre Alpakas erwartet und vielleicht erneut Nachwuchs mit großen Kulleraugen auf sein Fläschchen Milch wartet.